Also wie gesagt, meine Oma, da war ich stehen geblieben vor 10 Minuten. Die meinte zu mir, aber wirklich so, die rede ich aber wirklich so. Draußen, wenn die draußen ist, die hat ja einen riesen Vorgarten in ihrem Reihenhaus, so halben mal einen halben Meter. Wenn dann so die Kinder auf der Straße haben, na Kinder, die Kinder, ich habe voll Angst. Bei Halloween hat keiner geklingelt. Guten Abend. Das war wirklich, boah, die Kinder. Und ich rede von den 16-jährigen Nazis. Nein, aber wirklich, also wie gesagt, da war ich stehen geblieben. Und das gehört auch nicht zu meinem Programm, aber ist egal, macht Bock. Also, ich bin erkältet, das tut mir sehr leid. Pass auf, die meinte nur so, Dennis, dann weiß ich, ich muss ihr einen Sportwagen tanken. Ne? Die hat ja einen Sportwagen, also Nissan Micra. Ja, 1,1 Injection. Weil keiner was das weiß, ne? Keiner weiß, was das ist. Keiner weiß, was weiß. Ist auch nicht schlecht. Warte mal, spur nochmal zurück. Dennis! Ey, die ist Kettenraucher, nee, das ist ein bisschen weit. Nein, aber wirklich so, ne? Also 1,1 Injection. Keiner weiß, was das heißt. Nee, aber wirklich. Ja, danke schon, reicht jetzt. Hier, Lehrer aus Nippes, direkt so. Weißt du so? Aber nicht so ein Lachen, sondern so, endlich hat er es geschafft. So, weißt du? Schrecklich. So, weißt du, ja, Mann, ey, sind wir auch nicht. Früher war Köln cool, ich weiß es nicht so, ne? Ich meine, ja, seid nicht böse, ich komme ja aus Hürth. In Ordnung, ey! Einer ist da, versteht ihr? Nein, aber ist so, was soll man machen? So, früher war Nippes noch Asi. Jetzt da nur so, weiß ich nicht, Jack Wolfskin-Land, so, weißt du? Jack Wolfskin-Land, ey, die haben sogar Jack Wolfskin tätowiert, weil sie da, wenn sie im Trägerhemdchen da rumfahren, das ist ja normal. Wirklich, nur noch Lehrer und so, ich weiß es nicht mehr. Früher war das cool. Nein, aber ich war zu meiner Oma. Da war ich stehen geblieben, vor einer Viertelstunde. Sie sagt immer zu mir, pass auf, Dennis, pass auf. Hier, hast du 50 Euro, tu mal voll tanken. So, da weiß ich ganz genau. Krass, geil, bei 45 Euro. Manchmal, wenn ich reich zu einer reichen Tankstelle gehe, Aral oder so, weißt du, dann sitzt auch mal 46,50 Euro. Da weiß ich, der Rest ist für mich, kann ich mir schon mal zu schnuppern holen. So, weißt du, was ich meine, so, ne? Weißt du, was Gutes, so, Flutschfinger oder so. Ey, oder Geflügelrolle, weißt du, was ich meine? Diese Fett, die sind so fettig, wenn die in die Tüte reinmachen, die kommen direkt unten wieder raus. Mädchen, kleiner Tipp, hier ist auch Tipp, so, ne? Wenn ihr kein Lipgloss habt, ihr müsst das einfach so, kriegt aber nie wieder weg. aber wirklich, jetzt ohne Scheiß, so, ne? So, ich also, dumm, so doof wie ich bin, gehe ich zur Tankstelle, ich bin auch nicht am gucken, man, da waren hübsche Mädchen, ich so, guck mal, 1,1 Injektchen und so, die Mädchen, die haben mich auch angelacht oder ausgelacht, ich weiß nicht ganz genau. Deswegen, ich war halt abgelenkt, so, ne, ja, man, so, ich so, zuck, zuck. Die hat keine bisschen reingegangen in die Tankstelle, ne, ich so dem Typ so, den 50 Euro hingeschmissen, so, mach ich immer nur so 50 Euro, wollte schon mal gerade so einen Red Bull nehmen, hör ich nur hinter mir so, 62 Euro. Ich so, bitte? 62 Euro. Ich sag, ich? Da sagt er, ist hier sonst noch einer der Tankstelle? Ich so, ich hab dich nicht. Bitte? 62 Euro. Wie bitte? 62 Euro. Wie bitte? 62 Euro, voll das Duell. Halbe Stunde, war vorbei. 62 Euro. Ich so, pass mal auf, Bro. Ich habe die Wörter verstanden, aber den Inhalt nicht. Für was? Der so tanken. Ich so, hör mal, vielleicht hast du dich vertan. Draußen steht ein Jumbojet oder die AIDA, das Clubschiff. Kommt gleich hier so ein Auto rein und hat vollgetankt oder so. Und der hat 62 Euro. Ich hab einen Nissan Micra, kein Nissan Macro oder so, du doof. Der so, 62 Euro. Ich so, was kostet der Sprit? Der hat 2,12 Euro. Ich, bist du doof oder was? Mittlerweile ist der Sprit, Liter Sprit teurer als eine Dose Red Bull. Das kann doch nicht sein. Der so, tschüss, adieu, du hast recht. 62 Euro. Ich so, hör mal, ey, 62 Euro, dann ist mittlerweile die Flasche Champagner, die da seit 10 Jahren in der Ecke steht, das Billigste, was man an der Scheiß-Tankstelle kriegt. Der so, krass, 62 Euro.
Ich so, Bro, jetzt hör mal auf mit der Scheiße und so. Dann häng doch wenigstens den Defibrillator oder wie das heißt, direkt an die Zapfsäule, ey, du doof. Ist auch nicht mehr normal. Ich hab Bros, die fliegen mittlerweile mit Ryanair zur Arbeit, weil es billiger ist. Der so, ja, 62 Euro. Mann, ey! Ey, Halloween war am Montag. Ich bin als Zapfsäule gegangen. Die Kinder sind weggelaufen. Du bist schuld. Der wieder 62 Euro. Ich so, pass mal auf, weißt du was? Weißt du, was mittlerweile billiger ist? Ich mach jeden Tag den Führerschein neu und lass mich von meinem Fahrlehrer abholen von der Baustelle. Der so, ja, 62 Euro. Das ging ewig. Ich, dann kam noch an, dass es demnächst als Eventgutschein bei Jochen Schweizer gilt. Hat den auch nicht interessiert. Irgendwann, Schlange war, zwei Landesgrenzen weit. Die Leute haben alle gesammelt so, weißt du? 82 Euro, ich hatte Geld noch über. Ole, ole! Kann man ruhig applaudieren, Dankeschön.